So, ist Ja, und jetzt dann. das Foreign Affairs hat das aufgeschrieben. Foreign Affairs, die werden vom Council on Foreign Relations rausgegeben. Also, den würde ich jetzt mal nicht eine antiamerikanische Haltung oder verschwörungstheoretisches Denken unterstellen, was auch immer verschwörungstheoretisches Denken sein soll. Was? Naja, Das was? Was denn? dann ist die New York Times auch eine Verschwörungszeitung, nach der Nein, Logik. sie nicht, weil die New York Times ist eine Zeitung, die verschiedene Artikel von verschiedenen Autoren und verschiedenen Journalistinnen und Journalisten abdruckt. Also sind diese Journalisten Verschwörungsideologen? Nein, vielleicht der Einzelne, aber es kommt darauf an, was in diesem Artikel stand. Wenn der Artikel besagt hat, Boris Johnson hat bei Friedensverhandlungen interveniert, dann Nein, ist das einfach nein, nur ein Artikel darüber, dass Boris nein. Johnson an einem Punkt bei einer Friedensverhandlung Nein, interveniert es hat. war ein Artikel, der besagt hat, dass. Ja, der genau, das belegt doch genau das, was er wie gerade ausgeführt hat. Und damit wäre das doch, ja, was soll man dazu noch sagen? Dass die Amerikaner sich auf Friedensverhandlungen stützen sollen und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen sollen. Das war der Artikel von Ihnen. Sturmhaube, wie gesagt, so einfach würde ich mir das nicht machen, zumal es ja in der Ostukraine oder mittlerweile muss man ja fast sagen, ehemaligen Ostukraine, die Gebiete wurden ja jetzt von Russland annektiert, immer noch starke Sympathien für Russland gibt. Also dieses homogene ukrainische Kollektiv, das besteht ja so einfach nicht. Also in der Westukraine mag das der Fall sein, aber in der Ostukraine, ja, man kann sich halt nicht so einfach machen bei. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Sowohl Rechte als auch Wokies suchen sich immer ganz einfache Lösungen für komplizierte Probleme. Ja, ist so. Ja, das hat jetzt nichts mit rechts oder, also das hast du in vielen politischen Bubbles, wo, Ja, ja. aber du, das ist schon sehr auffällig. Also. Nee, das, was Sturmhaube da gerade argumentiert hat, war gar nicht so unterkomplex, wenn du dich darauf beziehst. Das war in Bezug auf die Ukraine. Er meinte, dass es da schon ein starkes Nationalgefühl gäbe und dass es da schon eine Abneigung gegen Russland gäbe wegen der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit. Wie gesagt, so einfach sollte man es sich meiner Meinung nach nicht machen, zumal dieses Also starke schwarz-weiß ist Nationalgefühl das typische durch, Schwarz-Weiß-Denken. na, Ja. nee, das ist nicht, ja, wie gesagt, das waren jetzt nur zwei kurze Kommentare. Zumal diese extreme Nationalismus in der Ukraine ja gepusht wurde. Ich meine, diese nationalistischen Kräfte, die konnten da jetzt jahrzehntelang Propaganda machen. Zu sowjetischer Zeit, da war dieser Nationalismus ja noch nicht so stark in den 70er oder 80er Jahren. Oder Ende der 80er Jahre vielleicht, als es wirtschaftlich dann bergab ging. Also da hat die Sowjetunion nämlich die Förderung an den Donbass gekürzt. Die hat ihre Kohle nämlich aus Sibirien geholt. Und eben wegen dieser wirtschaftlichen Benachteiligung gab es dann plötzlich in der Ostukraine auch große Sympathien für eine Abspaltung von der Sowjetunion. Es gab ja dann auch eine Volksabstimmung, wo sogar auf der Krim eine Mehrheit dafür gestimmt hat, von der Sowjetunion unabhängig zu werden. Aber, und das muss man wohl dazu erwähnen, wie gesagt, das ganze Bild sollte immer gezeichnet werden, auf der Krim gab es auch eine Abstimmung darüber, ob sie den Autonomiestatus von der Ukraine erhalten wollen. Und da hat die Mehrheit für eine ja de facto Unabhängigkeit von der Ukraine gestimmt. Also ist alles ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, in 1991, als dieses Referendum stattfand, war das Standing der Sowjetunion sowieso sehr niedrig. Der Warschauer Pakt war schon zusammengebrochen, jedenfalls die ganzen Warschauer Paktstaaten in Osteuropa. Also, ja, man muss sich immer die spezifischen historischen Situationen angucken und ja, ist halt Selavier klammert sich an kompliziert. jedem Strohhalm. Das trifft eher auf dich zu. Du hast ja nicht mal Quellen für deinen Trotz, den du behauptest hier mit deinen Flüchtlingen. Ja, aber Also, das heißt doch nicht, dass komm keine erst mal mit Belegen stattfinden. an, dann kannst du mir was Hat doch erzählen niemand von gesagt, Klammer dass zu keine. Sarah Strohhalm. Wagenknecht hat nie gesagt, es gibt keine Friedensverhandlungen. Ja, weil Sarah Wagenknecht versucht das, hat versucht, dieses Narrativ zu bedienen. Es Es ist gibt kein sowas von Narrativ, Dara, du offensichtlich. kannst nicht einfach sagen, jemand bedient Narrative, wenn er das Gegenteil sagt. Das ist ja lächerlich. Das ist ja genauso, wie wenn man ihr Okay. vorwirft, dass sie für Putin arbeitet. Ja, Nein, ist nein, tut sie Höcke für nicht. Frieden. Ist scheiße auf Höcke, Ist Junge. Höcke, nein, ja, ist Höcke für Frieden. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube Ah, nicht. genau, er ist nicht für Frieden. Aber warum? Wie gesagt, ich hätte einfach Ja gesagt. Erwin scheint sich nicht so damit beschäftigt zu haben. Weil wenn er Ja gesagt hätte, dann hätten die Wokies wieder ihren Clip für Twitter gehabt. Also, das wollte Dara hier produzieren. Also, ja. Hätte er jetzt nicht, ich glaube, nicht sagen sollen, weiter sagen sollen, keine Ahnung, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Das wäre dann wahrscheinlich das Klügere gewesen, denn Höcke hat ja gesagt, dass er für Frieden ist. Und halt jetzt aus nationalistischen Gründen. Oder, wie gesagt, muss man sich dann im Einzelnen angucken, aber
Ja, dieses ständige Nachgefrage von Dara, das hat natürlich das Ziel, Erwin hier unmöglich zu machen und ihn in die Nähe von Höcke zu rücken. Oder Wagenknecht in die Nähe von Höcke zu rücken. Ja, mit Stimme, tut mir sehr leid, dass ich hier unangenehm bin. Kommt er dann immer auch an mit, wir wollen Frieden und wir wollen Friedensverhandlungen? Ja, ich gehe davon aus, weil die gesamte AfD einfach Geschichten erzählt, die einfach man in ihnen lieber nicht glauben sollte, weil sie mit neoliberalen Thinktanks unter einer Decke stecken, ja, die an anderen Dingen interessiert sind. Ja. Ach so, weil die mit neoliberalen Thinktanks unter einer Decke stecken. Richtig. Meinst du nicht, dass die eher beispielsweise auf der Seite von Russland sind? Doch, glaube ich. Und gerne hätten, dass Russland gewinnt. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Die AfD, die steckt mit Russland unter einer Decke. Das ist doch buchstäblich das, was diese Leute anderen immer vorwerfen. So eine Bildung irgendeiner homogenen Interessensgemeinschaft, wo es halt zufällig sich überschneidende einzelne Punkte geben mag. Also da schreien doch diese Leute immer sofort Verschwörungstheorie. Aber wenn es gegen den politischen Gegner gibt, dann darf man sich wirklich die wildesten Geschichten ausdenken. Ja, dann macht das nicht mehr. Das ist schon auffällig, dass die Wokies dann, ne, wenn es gegen den Feind geht, dann auch selber diverse Verschwörungstheorien, so scheint es, erfinden manchmal. Ja, wie gesagt, Verschwörungstheorie, ich halte von dem Begriff sowieso nichts, aber das ist genau das, was diese Wokies anderen immer vorwerfen. Das ist, ja, ihr merkt ja auch, also die Standards, die für andere gelten, gelten für sie selbst natürlich nicht. Glaube ich, ja, total. Ja. Das schließt ja einander nicht aus. Aber ja, warum glaubst du, sind sie auf der Seite von Russland? Boah, das ist, weiß ich nicht. Schon mit dieser Frame, warum sind sie auf der Seite von Russland? Nein, die AfD ist nicht auf der Seite von Russland. Die AfD ist einfach eine nationalistische Partei. Wie gesagt, was man davon halten mag, kann jeder selbst bewerten, aber und sie will Politik machen, von der sie meint, dass sie im Interesse Deutschlands wäre. Und hier hat die AfD tatsächlich mal einen inhaltlichen Punkt. Niedrigere Gaspreise sind im Interesse Deutschlands. Ein ausgeprägter Handel zu diesem riesigen osteuropäischen Markt, der großes Entwicklungspotenzial hätte, wenn da endlich mal eine vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht würde, ist im Interesse Deutschlands. Also es gibt doch nichts, was dem deutschen Interesse mehr widerstrebt, als uns von billigen Rohstoffen abzuschneiden. Nicht, ist mir auch egal. Aber der Punkt ist... Sicher, Erwin, ist das nicht eher gerade eine Ausrede? Was ist denn dass dir das egal ist? Nein. Als könntest du dir das für was soll das eine Ausrede sein? Es ist mir scheißegal. Ich rede jetzt mit dir über meine Strategie und über Sarah Wagenknechts Strategie. Was hat das mit Höcke zu tun und AfD? Das ist mir vollkommen egal. Du willst dir irgendwie so tun, Sarah Wagenknecht macht die gleiche Politik wie die AfD, nur lügt sie darüber, dass sie das nicht tut. Bullshit einfach. Das ist Schwachsinn. Das nicht tut. Nein, sie Schwachsinn. Lügt. Nein, wo lügt sie? Sie macht genau das Gleiche, nur eben als Mitglied der Linken, um rechte Politik zu legitimieren. Sie macht doch nicht das Gleiche. Frieden ist rechte Politik, ja. Ihr habt das zuerst gehört. Also ich sag ja, das ist so genial. Hier offenbart Dara seine gesamte Argumentation. Gleiche, das ist doch lächerlich. Die Sarah Wagenknecht macht doch eine ganz andere Politik. Ich brauche gar keine Argumente, weil du Scheiße laberst. Oh, Stella, du unterstellst. Sag ja, nicht, sorry, also. Reagieren, oder? Hä? Das Migrationsthema hatten wir auch schon abgehakt, da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Ja, ich kann es doch nicht ändern, er schreibt mich ja an. Also er schreibt mich ja ständig an und unterstellt mir irgendwelche Sachen, die ich nie gesagt habe. Wo denn? Was soll ich denn da sagen? Und dann sage ich halt, ja, Labus ein Bullshit. Und dann nervt er halt weiter, was soll ich denn machen? Also ich habe das Thema jetzt nicht aufgeworfen. Also ich werde da auch nichts mehr zu sagen. Er soll halt einfach aufhören, mir Scheiße zu unterstellen, die ich nie gesagt habe. Oder mir irgendwelche Strohmänner anzudichten. So, das nervt halt. Weil das anderes macht der, kann er ja nicht, der Typ. Themen immer genau auf der Seite. Nein, ist sie nicht. Und das ist das, worauf es ankommt. Nein, damit zeigt sie genau den ganzen verschwörungsideologisch verschwurbelten Leuten. Ich gebe dir einen Tipp. In der Bevölkerung, pass auf, ich bin auch eine Option, die ihr unterstützen könnt. Und deswegen kriegt sie auch massiv viel Applaus von rechts. Nichts von rechts, von einfachen Bürgern, weil das ist ihre Strategie. Ihre Strategie ist nicht, ich mache einfach, was die AfD tut. Von einfachen sondern, Bürgern, die leider sehr verschwurbelt sind. Alles Schwurbler. Ja, 80% der deutschen Bevölkerung sind laut Dara wahrscheinlich Schwurbler. Also wenn du dich mit denen jetzt nicht über Parteien, sondern über politische Inhalte unterhalten würdest, dann würden dir
wahrscheinlich ein Großteil der deutschen Bevölkerung, egal jetzt ob links oder rechts, sagen, ja, das, was die da in Berlin machen, das entspricht jetzt nicht unbedingt unseren Interessen. Ich wäre halt das kleinste Übel. Das ist eigentlich das, was du im Alltag am häufigsten hörst, wenn du mit irgendjemandem über Politik redest. Weil hörst du keine Begeisterung für irgendeine demokratische Partei oder für unser tolles System, sondern eher, ja, ich will halt das kleinste Übel. Es machen ja eh keine Politik in meinem Interesse. Also ungefähr das ist das, was du meistens hörst. Und das ist laut Dara schon verschwurbelt wahrscheinlich. Alles Naja, das ist Schwurbler, leider. Ja, vor jeder allem, Arbeiter ein Schwurbler, alles gut. Aber der wie viele Leute sie auch nach rechts treiben, merken sie auch nicht, ne? Das ist ich auch glaube, das krass. wollen sie. Sie wollen diese Polarisierung. Meinst du? Ja, Aber ich sie denke, sie wollen wollen die ihrem Leute eigenen überzeugen. Lager die absolute Hegemonie haben. Sie wollen, dass solche Leute wie Erwin nicht mehr existieren. Sie wissen, dass Rechte existieren. Deswegen auch da versuchen sie hart gegen vorzugehen. Da haben sie dann Verfassungsschutz, die Amadeo-Antonio-Stiftung für Staatssicherheit und noch diverses anderes. Also da. Ja, sie wollen halt, dass neben ihnen nur kein anderes Linkslein existiert, nur sie quasi, Ja, und ne? im eigenen Lager kann man halt Wahrscheinlich. schwerer mit Verfassungsschutz und Co. aufräumen. Dafür ist der. Deswegen muss man die so canceln. Also auch das versuchen sie ja sogar schon. Also sie haben es ja erfolgreich geschafft, dass beispielsweise die Friedensbewegung mittlerweile als ganz rechts und verschwurbelt und alles gilt und mittlerweile als eigenes feindliches Lager angesehen wird. Das haben diese Leute ja Und schon sie haben ja auch geschafft. versucht, sie versuchen ja auch Leute wie Sinan's Woche und Erwin und Co. immer zu die Plattform, ne, zu canceln quasi. Ja. Das versuchen sie ja. Sie melden sich ständig und versuchen sie unmöglich zu machen. Hast ja bei Alerta und so gesehen, ne, immer mit Realnamen dann oder bei Dave auch links der Mitte immer Scheiße über irgendwen schreiben, so um diese Leute halt irgendwie entweder abzukapseln oder halt auch vielleicht komplett zu die Plattform. Dann melden sie ja Twitch an, ja, Twitch, der hat der und der Nemesis hat dies und das wieder geschrieben. Ja. Ne? Also die Es ist halt versuchen ja die Leute die. wirklich, Bei aber Nemesis ist es. komischerweise sind es nie die Rechten. Nie die Rechten. Es sind immer die Linken, die sie canceln wollen. Oder von der Plattform treiben wollen, komischerweise. Verstehe ich nicht. Warum sie nie Rechte kritisieren. Also Ja, wie verstehe ich gesagt, auf schon. ganz Verstehen großer wir Ebene schon, aber. Verfassungsschutz, Amadeo-Stiftung, da die kümmert sich schon um die Rechten. Naja. Aber sie versuchen dann diese, also sie versuchen ja auch immer Politopia, Sinan und so dann als rechts zu framen, denn ich glaube, die wären ganz froh, wenn die da wirklich ins rechte Lager gehen würden. Dann hätte, also wenn der Feind bekannt ist, dann hat der Tag Struktur. Ja. Also es lässt sich Ich denen glaube viel es. einfacher gegen einen feindlichen Block gegen gehen, als gegen viele verschiedene Feinde. Ich muss auch ehrlich, ich glaube, die sind wirklich so blöd, dass sie auch das einfach, dass sie, wie soll ich erklären? Dass kein Schwarz-Weiß-Denken sie verunsichert. Also dass sie wirklich nicht damit umgehen können. Dass die Leute nicht so einordnen können, weißt du, was ich meine? Nein. Ja, Dass sie ich weiß, das was du sehr, dass sie meinst. das sehr, dass sie das sehr verunsichert, wenn sie Leute nicht einordnen können und sie klare Strukturen brauchen. Ah, der ist rechts, der ist links, weil sie sonst komplett durcheinander sind. Weil sie Schwarz-Weiß-Denken eben in ihnen verankert ist. Das habe ich das manchmal das Gefühl. Ja.